Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den E60, also um mein E60. Ich habe das Fahrzeug jetzt schon seit 10 Jahren ungefähr und seit ungefähr 5 oder 6 Jahren habe ich ein Luftfahrwerk drin, ein Airride. Ich hatte ja in meinem alten Fahrzeug auch schon, also in meinem Alpha auch schon ein Luftfahrwerk drin und es hat mir ganz gut gefallen, deswegen hatte ich es hier dann auch eingebaut. Allerdings ist jetzt so die Zeit, wo man das Fahrwerk jetzt überholen musste, also hinten müssten demnächst mal neue Bälge rein, weil die jetzt schon auch ein bisschen älter sind und die brauchen jetzt ein bisschen mehr Druck, weil die sich schon gewaltet haben und alles. Deswegen ist die Überlegung da, ob ich jetzt ein neues Konzept aufstelle von dem Fahrzeug und sage zum Beispiel, ich hau da jetzt ein Gewindefahrwerk rein, hau das ganze Gewicht raus, was drin ist und bewege das Fahrzeug ein bisschen schneller, da motormäßig ja sowieso noch ein bisschen was geplant ist. Das wird wahrscheinlich dann nächstes Jahr kommen. Aber jetzt ist halt die Frage, soll ich das Luftfahrwerk behalten und nochmal Geld reinstecken oder soll ich es komplett rausschmeißen und auf ein schönes KW Variante 3 oder auf ein gepfeffert oder sowas Variante 3 umbauen. Und ich bin mir da schon seit Wochen darüber den Kopf am Zerbrechen und am Überlegen, was ich nun wirklich mache. Ich meine, es ist halt ein Luftfahrwerk, es ist okay, es ist gut, es lässt sich gut fahren, aber es ist jetzt kein Fahrwerk, wo man wirklich schnell bewegen kann. Also performancemäßig kann man da sagen, ist es nicht wirklich gut. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn dann sowieso ein stärkerer Motor reinkommt, will jetzt nicht verraten welcher, aber die Leute, die meinen Kanal verfolgen, die können sich denken, was da für ein Motor reinkommt. Und dann wird das Fahrzeug schneller und natürlich auch schneller auf der Autobahn bzw. auch schneller in den Kurven. Und ob das Fahrwerk dann halten kann, weiß ich nicht. Deswegen war ich auch auf der Suche, habe ich ein bisschen umgeschaut. Die Wahl steht entweder auf ein normales V3 von KW Gewindefahrwerk oder wie gesagt ein gepfeffert und den ganzen Krusch verkaufen. Jetzt ist halt so, dass ich einen Kofferraumausbau drin habe, der wirklich sehr viel Gewicht hat, also schon ein paar Kilos, ich kann euch das mal gleich zeigen. Und ebenso auch den Ausbau für das Lufterzeugungskit. Hat natürlich auch Gewicht. Das würde natürlich dann alles rausfliegen. Der Überrollbügel, was ich drin habe, der würde drin bleiben. Und wahrscheinlich würde ich dann auch die Rücksitzbank rausnehmen. Und natürlich das Ganze dann schön verkleiden, dass es gewichtsmäßig optimiert ist, aber trotzdem noch gut aussieht. Sicher die Frage, wie werde ich das jetzt los? Ich meine, wenn ihr das Video jetzt seht, könnt ihr mir mal in die Kommentare reinschreiben, was der Vorteil, was der Nachteil wäre. Ich meine, ich kenne die Vorteile, Nachteile. Es ist halt ein Luftfahrwerk. Es kann sein, wenn der jetzt halt zeitlang steht, dann entweicht halt mal Luft. Es ist halt so, ich habe das Ganze noch nicht 100% in den Griff gekriegt, da ja doch sehr viele Fittinge drin sind, habe auch schon sehr viele Fittinge getauscht. Aber so wirklich, dass man es wochenlang stehen lassen kann, funktioniert jetzt bei dem nicht. Kann sein, dass es an den hinteren Bälgen liegt, da die ja schon ein bisschen älter sind, oder die Dichtung in den Bälgen drin, dass die schon ein bisschen älter ist, dass man da einfach nur eine neue reinmachen müsste. Aber wie gesagt, ich würde es halt geil finden, einfach einsteigen und losfahren. Und nicht erstmal gucken, wie viel Druck habe ich drauf, hat sich das Auto gesenkt. Andere Sache ist halt geil, wie ihr seht, wenn das Auto so dasteht und komplett abgelassen ist, ist halt optisch wirklich ein Sahnestück. Also in der Tiefe ein Fahrzeug zu sehen, sieht halt geil aus. Und es passt natürlich auch alles, die Reifen, die Felge, die versenkt sich im Kotflügel, genauso wie auch im Radlauf, sieht halt einfach geil aus. Mit so einem gepfeffert wäre es halt geil, da könnte man auch tief fahren, jetzt nicht so tief, aber da könnte man auch tief fahren. Ist ja ein KW-Fahrwerk, das umgebaut wurde vom Andi Pfeffer. Und deswegen, ich habe ihn auch schon angeschrieben, also es wäre auf jeden Fall machbar und bin mir da jetzt gerade so ein bisschen unschlüssig. Wenn ich mich doch für ein KW oder beziehungsweise für ein Gewindefahrwerk entscheiden würde, bräuchte ich natürlich auch einen, der Interesse an diesem Fahrwerk hat. Jetzt bitte nicht in die Kommentare irgendwelche Preisanfragen oder sonst was reinschreiben. Wenn irgendjemand Interesse an diesem Fahrwerk hat, mir wäre es recht, ich würde es am liebsten das komplette Fahrwerk mit dem Kofferraumausbau verkaufen.
Der Kofferraumausbau habe ich selber gebaut. Ist natürlich alles mit Alcantara bezogen. Und am besten, ich zeige euch das mal. Also wie gesagt, mir wäre es lieb, wenn einer kommen würde, mich anschreiben würde und sagen, ich habe gehört, er würde sein Fahrwerk verkaufen. Dann sage ich, ja, pass auf. Dann ist soweit. Er kann sich das natürlich auch anschauen vorher. Kann das natürlich auch mal fahren. Kann es auch mal Probe hören mit der Musikanlage. Aber ich würde es natürlich am liebsten an jemand geben, der für das ganze Paket, sage ich mal, Interesse hat. Also der das Fahrwerk mit der Anlage nehmen würde, weil das Lufterzeugungskit ist ja auch jetzt so gebaut, dass es mit der Anlage zusammenpasst. Am besten, ich zeige euch das Ganze mal. Machen wir den Kofferraum auf und dann gucken wir uns das mal an. Weiß nicht, ob man es jetzt so gut draufkriegt. Also das hier ist der Ausbau von dem Lufterzeugungskit. Ich erkläre euch das mal, das Ganze. Hier ist der Kompressor. Der erzeugt Luft, Druck, pumpt diesen in den Tank hier hinten rein. Der ist pulverbeschichtet in Candyrot. Und pumpt und pumpt und pumpt, bis der Druckschalter sagt, okay, ich habe jetzt so und so viel Bar erreicht. Kompressor kann abschalten. Dann schaltet er aus. Dann ist hier Druck drin. Hier haben wir einen Akku-Air-Ventilblock, ein VU4. Ist ein 4-Wege- oder wie heißt es, 4-Ventilblock für 4 Ansteuerungen. Und das Ganze wird von vorne gesteuert. Das heißt, für jedes Rad gibt es hier eine Ansteuerung. Dadurch erspart man sich natürlich das ganze Kit, dass die Luft hin und rüber sich bewegt, weil normalerweise hat man ja 2 Ventile, also ein Ventil pro Achse, aber dann hat man einen Kreislauf, wo dann von der linken Seite nach der rechten Seite geht und wenn man sich in die Kurven neigt, dann schwappt die Luft nach links und rechts, also ist ein bisschen schwammig. Deswegen hier dieses Kit hier, das steuert jedes einzeln an. Und die Luft kann nicht von der einen Seite auf die andere Seite weichen, das ja hier mit einem Ventil geregelt ist. Das Ganze wurde hier mit so Hardlines, mit so Kupferrohren gebogen und poliert. Und das Ganze dann angeschlossen. Hier hinten habe ich dann noch eine Plexiglasplatte angeschliffen. Ich zeige es euch mal von der Seite. Eine Plexiglasplatte angeschliffen, damit sie matt ist. Und dann hier außenrum mit LED-Stripes bestückt. Naja, ein bisschen Dreck drin. Dann holen wir natürlich raus. Ja. Das sind 2 Stück und die Hardlines, die verschwinden dann natürlich in der Plexiglasplatte. Das heißt, da hinten geht es dann weiter. Aber ich fand es halt cool, dass hier so ein beleuchtetes Plexiglas, wo dann die Hardlines rauskommen und nicht einfach irgendwo ein Stück Holz rein oder so. Mir hat es damals so gefallen. Wie gesagt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und das ist natürlich hier halt in der Reserveradmulde drin. Hier mit einem Boden. Da vorne ist der Verstärker. Ist ein Herz-Vierkanal-Verstärker, der diese Subwoofer antreibt. Ist jetzt halt blöd, dass es ein bisschen dunkel ist, aber ich guck mal, ich schneide euch mal ein Video rein im Hellen, wie das Ganze aussieht. Das sind originale Schalen, die ich mit GFK dann zu einer Subwooferbox umgebaut habe und dann bezogen habe. Genauso wie auch die hinteren Teile links und rechts sind auch mit Alcantara bezogen und auch dieser Boden. Deswegen sage ich, wenn sich jemand nur für die Anlage interessieren würde, hätte er hier halt so ein Loch in der Mitte. Und wenn jemand nur fürs Fahrwerk interessieren würde, der müsste sich dann hier auch wieder sowas hier bauen, damit es halt gut aussieht. Deswegen, wenn jemand Interesse hätte, die Subwoofer sind natürlich rechts und links, sind 2 Stück, sind angesteuert vorne über das Radio. Das ganze Zeug kann ich dann natürlich auch mitgeben. Ist natürlich gar kein Thema. Wie gesagt, wenn jemand Interesse hat, schreibt mich einfach an und dann können wir uns auf jeden Fall bestimmt einig werden über den Zeitpunkt oder über den Preis. Soll jetzt hier auch kein Verkaufsmarkt sein oder so, sondern einfach nur, ich würde gerne mal eure Meinung wissen, was ihr meint. Luftfahrwerk oder ein Gewindefahrwerk, welches man auch sehr tief runter bekommt. Ich meine, das sieht natürlich schon geil aus, ne, wenn man sich das so anschaut. Wenn der hier so dasteht, komplett abgelassen. Aber wie gesagt, würde wahrscheinlich nicht in mein neues Konzept vom E60 reinpassen. Mich würde es freuen, wenn ihr mir in die Kommentare mal reinschreiben würdet, ob ihr Leute kennt, die auch schon von Luftfahrwerk auf Gewinde gewechselt haben und ob die es bereuen oder ob die sagen, ja, war ein guter Wechsel, weil
ich befürchte irgendwie, dass ich das Gewindefahrwerk reinmache und dann würde ich das Luftfahrwerk vermissen. Ich weiß nicht. Oder aber ich würde das Luftfahrwerk behalten und würde mir die ganze Zeit im Kopf überlegen, hätte ich doch bloß ein Gewindefahrwerk reingemacht. Aber wie gesagt, ich habe mich noch nicht entschieden. Ich bin noch am Hin und Her überlegen. Aber ich würde gerne wissen, was ihr dazu sagt. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, zwecks Gewindefahrwerk, immer haut's mir einfach in die Kommentare rein. Ich freue mich über jede Idee, die von euch kommt, weil zum Teil sind wirklich echt gute Ideen dabei. Es gab zum Beispiel auch schon Videos, wo ich Fahrwerk eingebaut habe, wo mir dann einer gesagt hat, ja, mach doch den Stabi so und so. Und da ist mir eingefallen, ja klar, warum habe ich es nicht gleich so gemacht? Fand ich natürlich geil, dass das in den Kommentaren reingeschrieben wurde und ist eine Idee, wo man direkt umsetzen kann. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt, schreibt es mir in die Kommentare rein. Wenn ihr irgendjemand kennt, der E60 fährt, Interesse am Luftfahrwerk und eine Musikanlage hat, schreibt es mir auch in die Kommentare rein oder markiert denjenigen oder sonst was, schickt ihm das Video. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Am E36 geht es jetzt die Tage auch weiter. Die Felgen sind soweit fertig, da müssen jetzt nur noch Reifen drauf und dann werden sie am E36 montiert. Aber das seht ihr dann wahrscheinlich im nächsten Video, nächste Woche. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund. Ciao.